Ja, moin moin Leute und willkommen zurück. Vielen Dank, dass ihr wieder bei mir seid. Ich bedanke mich an alle neuen Abonnenten und an alle meine alten Abonnenten. Ihr seid die Besten. Ich habe euch eine Fallenguide versprochen. Eine Basic mit Advanced Tactics und so weiter. Dementsprechend machen wir das jetzt und wir fangen an. Wir gehen, wie ihr seht, ich habe es jetzt einmal versucht. Ich habe eine Menge Ressourcen verbraucht und ungefähr jetzt eine Dreiviertelstunde hier vorbereitet mit Farmen und Craften und so weiter. Und ich werde jetzt mit euch die Basic-Fallengänge durchgehen. Ein Basic-Fallengang hat im Normalfall nur drei Kacheln, also eins, ab hier fängt es an, eins, zwei, drei. Die vierte müsst ihr nicht, die mache ich aber immer extra hier unten, weil dann kommt das Wandkatapult, was die wieder in den Gang zurückschleudert. Wir haben hier jetzt eine Vier-Spieler-Mission, dementsprechend ist die schwer, weil es kommen ja mehr Monster für vier Spieler in dem Fall. Wir sehen, die spawnen halt hier jetzt gleich. Und da hinten links. Jedenfalls, die haben jetzt die Möglichkeit, durch diesen Fallengang zu gehen, was die auch machen werden. Ohne Frage. Die wollen hier nirgendwo durch, weil ich hier alles geschickt. Was heißt geschickt? Ich habe einfach meine Ressourcen gespammt und überall Kästchen gebaut. Ihr seht, ein Kästchen ist quasi das hier und dann das. Also quasi so und so. Das wäre ein Kästchen, das baut ihr quasi hier hin. Und dann entscheiden die sich für die offenen Wege, weil die KI ist so eingestellt, dass sie den schnellsten Weg nehmen. Wenn ihr das nur einmal jetzt hier macht, dann gehen die einfach geradeaus hier durch zu B. Deswegen sind da zwei bis drei Gänge hier rein hintereinander. So, die kommen jetzt, spawnen jetzt hier jetzt. Ich fange jetzt einfach hier an, weil die hier spawnen. Die spawnen, werden geslowt, kriegen Schaden, gehen weiter, werden verbrannt, Schaden, Schaden, Gasfalle, nochmal Schaden, Schaden. Ihr könnt hier auch Wanddynamos hinmachen. Wanddynamos sind aber Natur. Wenn Feuergegner kommen, machen die halt weniger Schaden. Ich habe meistens eine Mischung, weil ich nicht oft immer mitbekomme, was am Anfang spawnt. Ich achte da irgendwie nie so drauf. Hier auch nochmal kurz eins und zwei, falls sie hier durchkommen sollten. Die gehen auf jeden Fall hier lang und kriegen die ganze Zeit Schaden. Wenn die hier angekommen sind, werden die wieder hier reingekickt und kriegen noch mehr Schaden. Hier dasselbe Spiel, ein etwas andere Würfel ist das hier. Und zwar, wenn die von da kommen, beziehungsweise später von da, gehen die hier durch, werden hochgeschleudert, kriegen Schaden, gehen hier hin, werden nochmal hochgeschleudert. Von hier, die schleudert drei Kacheln zurück, also bis hierhin, und müssen dann wieder nochmal hier rein. Ja? Wenn die hier drin sind, werden die hier eingefroren, kriegen Schaden, Schaden, Schaden. Dann haben die Wahl, links rum zu gehen oder rechts rum zu gehen. Wenn die links rum gehen, kriegen die hier Doppeldynamo, nochmal Schaden, Schaden. Hiervon nochmal Schaden, nochmal Schaden. Wenn die hier angekommen sind, werden die hier rausgekickt. Von hier werden die wieder nach hier gekickt. Hier nochmal hoch und Schaden. Also es ist immer eine gute Wahl, eine Kombi zu machen mit Wandkatapulten und Bodenkatapulten. Wenn ihr die nicht habt, reicht auch völlig einfach. Ihr habt mehr Wanddynamos bzw. Wandpfeile, aber das verlängert halt euren Gang, weil die müssen dann wieder nochmal hier rein. Dadurch kriegen die nochmal Schaden. Das heißt, die gehen hier rein, werden da weggekickt. Wenn die es bis hierhin schaffen, kommen die hier hin, dann kickt das Ding die wieder hier hin, dann kriegen die nochmal Schaden. Sollten die es weiter schaffen, kriegen die hier Schaden, werden von da nach hier gekickt und von da wieder in die Mitte gekickt und von da wieder da rein. Das wäre jetzt ein etwas advanced Würfel. Und sowas baut man auch nur in Vierspieler-Missionen und nicht solo. Ja, wichtig dabei, wie gesagt, Vierspieler-Missionen sind ein bisschen anderes Kaliber. Besonders alleine. Wir schauen uns das kurz an. Wir machen das Schwerste auch noch. Also Kategorie 4-Sturm ist das Schwerste, was ihr machen könnt. Vier Spieler, Twin Peaks. So. Sollten die es aus was für Gründen hier durchschaffen, dann sind die natürlich hier, werden hier nochmal gefroren. Die meistens wollen die hier hoch und kriegen hier nochmal ein Deckengas drauf. Ich habe die Mission gerade einmal schon versucht und bin gescheitert. Dementsprechend mache ich die jetzt nochmal. Also ihr könnt eure Wetten platzieren. Ihr habt diesen Bug, wie ihr gerade seht. Ich könnte die upgraden, aber da steht, dass das nicht geht. Das heißt, ihr schießt einmal drauf und dann könnt ihr das upgraden. Also ist ganz einfach. So, hier seht ihr diese Reihen von Wänden. 1, 2, 3, 4 Reihen, weil die hier einfach viel zu viele Möglichkeiten haben durch die Häuser und allem. Somit nehme ich denen das alles weg.
Ich wiederhole nochmal, das müsst ihr nicht im Normalfall machen, weil im Normalfall seid ihr mit drei anderen Spielern und das macht das Ganze wesentlich einfacher. Ich wollte einfach gucken, ob ich die vier Spieler solo schaffe und dementsprechend habe ich, da ich die ba also Fallen Guide eh vorstellen wollte, habe ich das jetzt so gemacht. So, die spawnen hier und hier, die haben wie gesagt die Wahl bis nach hinten zu laufen, das machen die auf keinen Fall. Die suchen sich den Weg zu dem Atlas und der führt hier lang. Die wollen nach da. Das heißt, die kriegen von hier überall Schaden, wie wir sehen. Liegen hier auch Propanes und alles. Die wollen hier durch, kriegen Schaden, 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 Schaden. Wenn hier angekommen sind, Gasfallen nochmal Schaden, die schießen eh weiterhin. Dann müssten die hier durch, Schaden, Schaden, Schaden. Dann der etwas andere Gang hier, der Sechskachelgang nenne ich den jetzt mal. Die Monster spawnen auch nachher hier. Dadurch wollen die nicht, weil es hier keinen Weg gibt, wie ihr seht. Habe ich zugemacht. Das sind Löcher. Dann gehen die nicht durch. Hier genauso. Dementsprechend wollen die durch diesen Fallengang. Die gehen hier rein, werden verbrannt, vergast, weggestoßen. Fallen hier hin, werden hochgeschleudert, von allen Seiten beschossen, nochmal vergast. Dann, wenn die hier drin noch leben, gehen die wieder hier hin. Wenn die nicht ready ist, kommen die natürlich hier hin. Dasselbe Spiel nochmal. Verbrannt, vergast, weggeschleudert. Hochgeschleudert, Schaden, Schaden, Schaden. Und so geht das. Dann gehen die hier durch, wieder dasselbe Spiel. Oh, hier haben die mir vorhin was eingerissen, wie man sieht. Das heißt, wir bauen jetzt einfach nochmal ein bisschen was dazu. Dann werden dann wieder hier reingeschleudert. Vergast, weg, hochgeschossen und so weiter. Dann kommen die hier hin. Das schaffen eigentlich nur die Zermalmer, das zu überleben. Wenn der Zermalmer, weil ich keine 130er Fallen habe, wenn der Zermalmer hier angekommen ist, wird der hiermit nochmal wieder drei Kacheln hier hingeschubst, also bis nach hier. Dementsprechend muss der dann nochmal durch diese ganzen Fallen. Sollte der es aus was für Gründen auch immer hier durchschaffen, dann ist der halt hier quasi schon fast am Atlas. Und dann ist es halt ein bisschen schwerer. Aber das macht ja nichts. So. Hier kann ich so machen. Ne? So. Da, vergast, vergast. Die sind eigentlich nur dafür da, weil ab und zu habt ihr Werfer und die werfen die Mobs in die Base. Das heißt, die müssen gar nicht durch die Fallengänge durch. Dann ist das Ganze blöd gelaufen, weil dann kommen die durch. Hier sind überall Löcher, das heißt, die können hier nicht durch. Hier sind wieder blöckeweise zugebaut. Hier sehen wir so eine Konstruktion. Diese Konstruktion funktioniert, weil der Zermalmer passt hier durch. Das heißt, der geht genau durch diese Lücke, so wie ich. Das dauert ein bisschen, aber macht ja nichts. Hier haben wir dasselbe Spielchen. Die spawnen von hier hinten und wollen hier rein. Weil da ist alles zu. Alles zu, alles zu, alles nicht zu. So. Die wollen hier rein und werden hier erstmal von oben überall vergast. Wir wollen hier durch, werden verbrannt, abgeschossen, geslowt, geslowt und dann wieder da reingekickt. Ist sehr praktisch. So, die Monster, die von hier kommen, hier sehen wir auch ein paar Propanes liegen. Das ist derselbe Gang, den ihr vorhin gesehen habt. Das heißt, die spawnen hier, gehen hier hin, werden da reingekickt, kriegen hier Schaden, vergast, hochgeschleudert, wollen wieder raus. Dann gehen die hier entlang. Dasselbe nochmal. Und wieder hier rein. So, dann dasselbe Spielchen hier nochmal. Ihr seht, die Propanes sind bis hier hingekommen. Dann gehen die hier durch und kriegen hier nur noch Schaden, Schaden. Aber das sind halt quasi ist das Letzte. Dementsprechend sollten die bis hier eigentlich tot sein, bis auf höchstens die Zermalmer. Dann kommen die hier raus und wollen zu meinem Verstärker hier. Hier könnte ich auch nochmal eine Deckengas hinbauen, falls hier rauskommt. Der Zermalmer in dem Fall. Hier dasselbe Spielchen wieder, meine 6 Kachelwürfel. Ihr seht, hier liegen auch ein paar Propanes, macht aber nichts. So, die kommen hier hin, werden jetzt natürlich einfach so hier reingeschleudert, kriegen hier ein paar Ticks Schaden. Ich könnte jetzt hier auch nochmal Fallen machen. Kriegen hier nochmal Schaden, dann wollen die hier rein, werden an die Wand gekickt, kriegen vom Dynamo Schaden. Wenn die hier durchkommen, werden die von hier nach da wieder rausgeschmissen, also bis hierhin. Das Ding stößt drei Kacheln, das Wandkatapult,
Also 1, 2, 3. Dann müssten die wieder rein, dasselbe Spiel nochmal. Hier, slow. So, wenn die hier den Weg nehmen, werden die von dem Wandkatapult an die Wand geschleudert, kriegen vom Dynamo Schaden, von der Deckengasfalle und hier auch nochmal Schaden. Das hier ist alles soweit zugebaut, damit die sich nicht entscheiden, irgendwie durch dieses Haus zu gehen. Also ihr seht, hier sind eine Menge Ressourcen drin. So, der nächste Gang. Hier ist dasselbe Spiel, 6 Kacheln. Ich benutze das so wie hier eigentlich nur in 4 Spieler-Maps. Und im Normalfall, wenn andere Leute bauen, reicht ein guter Gang und da kommt nichts durch. Ich bin aber alleine und muss quasi alles abcovern, dementsprechend ist das ein bisschen aufwendiger. Hier ist dasselbe, die kommen hier rein, werden gefroren, abgeschossen, elektrisiert, werden dann wieder rausgekickt bis hier und dann wollen die dasselbe nochmal. Wenn die es hier durchschaffen, werden die hier abgeschossen, eingefroren, von der Falle werden die wieder nach hier gekickt. Und wenn die beiden wieder zufällig gerade ready sind, wird die halt quasi nach hier gekickt und von da wieder rausgekickt. Perfekt. Hier nochmal Schaden, Schaden. So. Die Monster, die von hier spawnen, die haben die Möglichkeit durch den Gang zu gehen. Das heißt, die spawnen hier und manche spawnen hier. Die gehen dann durch den Gang. Hier ist dasselbe, die kriegen Schaden, müssen hier durch, eingefroren. Das ist nur dafür da, dass der quasi hier gegengekickt wird, was dafür sorgt, dass der länger hier in dem Feld bleibt. Dann muss der hier so durch, wird dann wieder nach da gekickt. Wenn der es hier raus schafft, machen wir noch eine Falle hin. Dann hat er es quasi bis hierhin geschafft. So, der nächste Gang, was ich mit 3 Kacheln meinte, ist, die Monster spawnen hier hinten. Wir sehen, wir haben 1, 2, 3 Felder. 3 Kacheln werden die auch zurückgestoßen. So, das heißt, er kommt hier rein, wird hier hinten hingekickt. Hier wird er beschossen, nochmal Schaden, verbrannt währenddessen. Dann geht er hier wieder durch alle Fallen durch, geht hier hin. Und dasselbe Spiel nochmal. Also hochgeschleudert, weggeschleudert, Schaden, 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 verbrannt, eingefroren, Schaden, Schaden, Schaden. Dann geht er wieder hier raus, weil er ja hier hin möchte. Wieso habe ich das jetzt gerade gemacht? Ganz einfach, ich habe gerade gesehen, wenn ich das hier nur hatte, dann ist die Möglichkeit da, dass der geradeaus durch die Wand geht. Und das möchte ich ja nicht. Dementsprechend so, ja. Das heißt, er geht dann wieder hier lang und dasselbe Spiel zum dritten Mal. Und hier ist keine Falle. Wie gesagt, ich habe es gerade jetzt schon einmal versucht, hat nicht geklappt. Ich bin kurz vor 2 Minuten gestorben. So, das sind auf jeden Fall die Fallen soweit. Ich hoffe, ihr seid gespannt, denn ich bin auch gespannt. Wir gucken mal kurz gucken, wo die meisten kommen diesmal. Von da hinten, die kommen auch. Ja, okay, passt, 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 passt. Das Problem ist, ich habe nur eine Basis. Ich hätte gerne 4 Basen. Das wäre natürlich mega geil. So, wir schauen uns das Ganze jetzt an, hier hinten. Wir fangen einfach hier mal an zu schauen, weil ich hier, wie gesagt, die Fallengänger haben, die spawnen von da. Ich könnte jetzt kurz reingehen zum Schauen, ich muss aber mal aufpassen wegen den Propanes, weil die sorgen dafür quasi, wenn ich zu nah dran bin, schmeißen die mir den Kopf und dann könnte das schon schlimm für mich ausgehen. So, da hinten kriegen die auch. Die wollen jetzt hier durch. Nein, die gehen alle hinten rum, ist auch okay. Ihr seht eigentlich die ganzen Monster. Die wollen durch diesen Fallengang verrecken da. Die Monster wollen durch den Fallengang. Wieso ist das halt kaputt? Achso, nee, das habe ich ja gebaut. So, ihr seht's. Die kriegen hier Schaden, werden vergast. Wenn der bis hierhin kommt. Oh, die hat ausgelöst, obwohl der gar nicht dran war. Macht aber nichts. Ist hier ein Zermalmer oder was ist das? Ja. Aber ja, klar. Die Dicken kommen. Wie gesagt, die einzigsten, die diese Gänge überleben, sind Zermalmer. Können aber leider Gottes sehr viel frei machen. Der ist jetzt einfach durch alle hier durchgeflitzt, wie ein Bekloppter. So, jetzt schnell wieder zurück. Okay, an irgendeinem Atlas sind die gerade dran, sehe ich. Ja, genau, Kollege. Ist klar. Hammerharte Scheiße. Das gefällt mir definitiv nicht. Denn der macht jetzt hier Möglichkeiten für die anderen. Welcher ist denn D? D ist da hinten. Okay, hier kommen ein paar viele Zermalmer, was für mich ungünstig ist. Aber die Fallengänge halten sonst soweit ganz gut, denn nichts anderes außer die Zermalmer kommt bisher durch.
Muss kein Propane abballern. Eben gucken, wieso der hier Schaden bekommen hat. Ist hier ein Loch drin? Ja, hier ist ein Loch. Also schnell zu dem anderen Zermalmer hier. Wir sehen, dass hier... Hä? Ist die Spectre. Kennt ihr ja alle. Alter, geht der mir auf die Nerven. Ich hasse das, wenn die sich hier ständig irgendwo Wege durchbahnen. Das ist echt uncool von denen. Sonst habe ich hier keine Zermalmer am Start. Muss mal gleich gucken, ob ich meine Base umlege. Ja, jetzt kommen die von da hauptsächlich. Das heißt, wir platzieren jetzt hier unsere Base. Nein, das war der falsche Knopf. Oh fuck, jetzt habe ich keine Energie dafür. So, die Base ist hier, dass hier alles verstärkt ist und mehr Schaden macht an Fallen. Hat da irgendwas hochgejagt? Nein. Ihr seht, da hinten, die verrecken. Ich kann halt leider nicht in alle Fallengänge gleichzeitig reinlaufen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich habe die Fallengänge deswegen gerade extra ganz langsam erklärt. Das ist auch ein großer. Oder nicht? Kein großer. Ich habe gerade keine Ahnung, was er da macht, aber macht nichts. Ich muss hier weg, weil dadurch, dass ich hier in der Nähe davon bin, sorge ich dafür, dass die Lobber schmeißen. Und ich will ja nicht, dass die Lobber schmeißen. Die kommen da auch nicht durch. Hier kommen Vereinzelte durch. Schleuderer sind mies. Und die Propanes haben sich einfach einen Weg gemacht anscheinend. Was nicht sehr schön ist für mich. Dementsprechend machen wir hier noch einfach mal wieder zu. Ja, das sind die Zermalmer, die hier einfach frei, frei gemacht haben. Ja, das ist das Problem an den Lobbern, wie ihr seht. Schnell ein Schwert rausholen, denn das nervt. Mann, Güte. Irgendein Atlas wird hier. Ja, das sind echt diese Lobber. Die kommen hier natürlich durch. Die müsst ihr halt ausradieren, sonst habt ihr ein großes Problem. Ich habe auch keine Ahnung, von wo die ehrlich gesagt die ganze Zeit durchspazieren. So, der ist fast down, der Atlas. Das ist nicht gut. Der ist auch fast down. Ich muss jetzt hier gucken. Gibt keine Lobber hier. Wir setzen hier einfach nochmal eine Wand vor. Da kommt ein Dicker. Ja, ihr seht also, 4-Spieler-Map ist viel Action. Hä? Habe ich den jetzt da durchgekickt? Das ist auch nicht cool. Wo bist du, Großer? Weil der kann sich jetzt hier überall durchhämmern. Da steht alles, da steht auch noch alles. Hier steht auch alles. Die kommen nicht durch, ist gut. Die Fallengänge funktionieren auch alle. Also mein Hauptproblem sind die zwei. Oh ja, genau, fall da rein. Geh auch da rein, komm, beschub dich rein. Der Atlas nimmt Schaden, ist uncool. Das sind halt die kleinen Viecher, die hier durchkommen, die mich gerade ein bisschen nerven. Also auf den Atlas muss ich gerade besonders aufpassen, weil der ist fast down. Und das sind halt wirklich, das ist das Problem mit den Zermalmern. Ich hasse Zermalmer, wieso war der nicht da? Oh, 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 oh. Ich hoffe, ihr habt eure Wetten platziert. Denn mehr Wetten gibt's nicht. Also das klappt ja eigentlich schon. Es sind halt wirklich die Zermalmer, die mir hier ab und zu die Base einreißen, was mega ärgerlich ist. Der hält, der hält, der hält. Und jetzt kommen die Lobber im Spiel. Die nerven natürlich total. Da komme ich gerade auch nicht dran. Aber ich muss hier nur noch eine Minute überleben. Ihr seht, die Lobber nerven jetzt natürlich.
keiner durch, da kommt auch keiner durch. Das nervige Vieh. Ja, also ohne die Lobber und Schleuderer wäre das Ganze einfacher, denn nur Zermalmer sind okay. Die würden jetzt zwar die ganze Zeit durch drüber flitzen, aber das ist nicht so tragisch wie die Lobber, die alles hier hinter meine Base schmeißen. Nix, nix, nix. Safe, safe, safe. Also ihr seht, im Großen und Ganzen funktionieren die Fallengänge, die ich euch präsentiert habe, ganz gut. Wie gesagt, das ist halt eine Vier-Spieler-Map, ist halt wesentlich schwerer als Solo. Solo hätte ich nicht mal halb so viel gebraucht wie hier. Die Fallengänge an sich funktionieren prima. Ich hätte euch die jetzt auch einfach hinbauen können und können sagen können, das ist der Fallengang, das ist der Fallengang. Ich wollte aber, dass ihr die in Aktion seht. Deswegen habe ich die vorher einmal ein bisschen erklärt. Also ihr seht, Vier-Spieler-Mission Solo gepackt. Yay! Dann gucken wir uns auch die Belohnung gleich an. Wir machen Mission verlassen. Dadurch komme ich halt schneller aus dem Screen raus, weil wenn ihr gewonnen steht, habe ich die Mission geschafft. So wie jetzt, gewonnen, fertig, rausgehen. Dann kriege ich jetzt eine Belohnung. Das war ein Vierer-Atlas für Skizzen-EP. Skizzen-EP brauche ich, weil ich ja momentan meine Waffen level, aber ich brauche auch Auge des Sturms. Dementsprechend ist das momentan ein bisschen schwer. Also die Vorarbeit war wirklich, ich habe circa eine Dreiviertelstunde gebraucht, um die Mats zu farmen. Ihr seht, 92.000, um die Mats zu kriegen und alles drum und dran. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Bye, bye.